Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Übung. Diesmal haben wir uns ein wunderschönes Industriedenkmal, die Zeche Zollverein in Essen, ausgesucht. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, es gibt ein aktuelles Buch, was wir für euch herausgebracht haben zum Thema Architekturzeichnen. Und hier lernt ihr alles Wichtige über Architektur, wie man schraffiert, wie man skizziert, all das, was man eigentlich braucht, um eine perfekte Architekturskizze zu zeichnen. Darüber hinaus viele weitere Tipps rund ums Zeichnen in Architektur. Für alle, die interessiert, einfach bei uns auf der Akademie-Uhr-Seite nachschauen und alle anderen schön fleißig weiterüben. Und wir hoffen, euer Ergebnis war annähernd so ähnlich. Vielleicht habt ihr es mit einer anderen Technik gemacht, wie wir das jetzt machen. Und das würden wir euch dann gerne jetzt zeigen. Wir haben als erstes mit dem Bleistift alles vorskizziert. Also der dritte Fluchtpunkt ist ganz weit oben, der erste ziemlich weit links und der zweite ziemlich weit rechts. Die bekommt man aufs Blatt Papier nicht. Das ist so die Problematik, weil sonst einfach die Ansicht sehr überspitzt wirkt. Deshalb haben wir es jetzt so gemacht. Und zeichnen hier als erstes den Haupttrakt, also das obere Gebäude, und achten hier schon darauf, dass wir die richtigen Winkel treffen, dass alles richtig unterteilt ist und die Diagonalen, die ganz oben zum dritten Fluchtpunkt führen. Den haben wir jetzt außerhalb des Blattes festgelegt. Ihr könnt das natürlich, wie ihr das haben möchtet, anders machen. Ob man das jetzt auf dem Tisch fixiert, einen Punkt setzt oder einfach sich irgendwas vornimmt, Markantes sieht und sagt, das ist jetzt mein Fluchtpunkt. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann machen wir die Unterteilung, die man jetzt auch im Bild sieht. Relativ grob mit dem 2H-Bleistift haben wir es jetzt gemacht. Und dann geht es weiter und sieht jetzt hier die Unterteilung, geht es noch nach oben und hier ist der Förderturm. Den skizzieren wir auch noch mit auf. Also eigentlich so der Blick, den man jetzt so hat. Entscheidend ist bei solchen Sachen eigentlich, wie schnell man skizzieren möchte. Ihr habt das jetzt im Buch auch kennengelernt, dass wir da sehr verschiedene Zeichentechniken euch gezeigt haben, aber auch natürlich das schnelle und dynamische Skizzieren. Das ist eigentlich so für uns mit das Wichtigste, weil dann, wenn man das kann, kann man eigentlich immer und überall schnell und einfach zeichnen. So, und hier kommen dann auch die schnellen Linien. Also ich persönlich mag und nehme dafür immer einen dünnen Filzstift oder einen Tuschestift. Mit dem geht es einfach deutlich einfacher, um alles vorzuskizzieren für die Ausarbeitung. Und dann kann man mit einem anderen nochmal gröber gehen. So, hier die anderen Bereiche. Immer schnell den Strich ziehen, damit die Zeichnung nicht zu langweilig wirkt. Und für die, die uns vielleicht jetzt das erste Mal zuschauen, es gibt in diesem Buch, wie ich schon zu Anfang sagte, sehr, sehr viele Tipps zum Thema Skizzieren. Da gehen wir aber auch auf die Zeichenwerkzeuge ein, wie jetzt hier zum Beispiel den
Marker, das heißt, welche Möglichkeiten habt ihr denn außer eines normalen Bleistiftes? Da gibt es sehr, 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 sehr viele. Und dann natürlich immer sehr spannend, was wir auch so sehr oft in den Kursen sehen, wie geht man eigentlich grundsätzlich vor, ist das nur Bleistift, kann ich sofort mit dem Fineliner arbeiten? Ja, umso besser, weil dann habt ihr eigentlich schon so die Grundlagen gelernt und seid eigentlich immer schnell, müsst ihr nicht skizzieren. Und all das, was ihr jetzt hier seht, das ist jetzt diese Dreipunktperspektive, jetzt die Unterteilung, jetzt die einzelnen Fensterelemente, auch wichtig, genau beobachten, wie sich das ergibt. Das könnt ihr immer in unseren Kursen lernen, die haben wir bei uns vor Ort, gerne auch online oder in natürlich vor Ort in verschiedenen Städten. Wir sind ziemlich verteilt in Deutschland, Hamburg, Berlin, Ruhrgebiet und München für euch da. Also wenn ihr irgendwo in der Nähe wohnt und gerne einen Kurs besuchen möchtet, vielleicht um euch für Architektur, für das Studienfach Architektur zu bewerben, dann gerne auf unseren Seiten einfach sich ein bisschen umschauen, bitte. So, und hier sehen wir noch die weitere Aufteilung. So, jetzt kommt der Turm, der ist das Dunkle, wird ein bisschen dunkler anskizziert. Ich habe es dann nochmal ordentlich dunkel gleich nachgezogen, werdet ihr sehen. Wichtig ist hierbei, es ist leicht unscharf jetzt geworden, das tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, man kann alles trotzdem erkennen, dass der Strich einfach immer sehr zügig gezeichnet wird. Der Förderturm an sich hat jetzt hier natürlich einen weiteren Fluchtpunkt, weil er ja schräg ist. Also ist jetzt nicht so ganz zusammen. Der läuft ja ein bisschen mehr zusammen, also ein bisschen anders als das Gebäude an sich, die Gebäude an der Seite. Hier skizzieren wir noch den Rest. Also hochkräftig, das ist dieser Pinselstift, mit dem lassen sich so ganz kräftige Striche eigentlich wunderbar erarbeiten. Zackig. So, und hier kann man noch so ein bisschen den Glanz in den Fenstern einbringen. Und dann auch die Schattenseite. Also hier auf der rechten Seite ist der Schatten, da ist es ein bisschen dunkler, deshalb schraffieren wir das ein bisschen dunkler. Und auch hier die kleinen Fensterbereiche, die man sieht, die müssen natürlich mit aufgezeichnet werden.
So, hier kann man noch so die Querstreben nochmal des Turms leichter und dunkler als Mix aus diesen Strichen vorzeichnen. Und das, was hier überall noch zu ergänzen ist, kann man ganz leicht aufskizzieren. Das Entscheidende dabei ist natürlich, wie immer, schnelles Skizzieren, nicht zu lange überlegen, damit es nicht sehr langweilig wirkt. So, und das mache ich jetzt hier ganz schnell. Diesen roten orangefarbenen Stahl. Man kann natürlich jetzt da nochmal drüber gehen, aber das reicht. Eigentlich ist es relativ einfach. Man muss das Auge ein bisschen täuschen. Das heißt, das Auge muss das Motiv erkennen, man muss wissen, was es ist. Aber die Details erarbeitet sich das Auge selbst. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Perspektive stimmt, weil unbewusst nehmen wir sofort es wahr, da stimmt irgendwas nicht, die Perspektive ist nicht so ganz richtig. Und wenn das stimmig ist, dann ist eigentlich alles andere nicht mehr so komplex. So, und dann die kleinsten Teile, die man jetzt überall noch ein bisschen hier ergänzen kann, wenn die noch ins Spiel kommen. So, und mit einem kräftigen Strich habe ich jetzt nochmal so die Schattenseite angedeutet und das mache ich auch mit dem Pinsel. Seite des Tuschestiftes ganz leicht, aber vor allem gerade. Und das Gerade erzeugt man nur dann, wenn der Strich wirklich zügig ist. So muss man genau schauen, wie das verläuft. So leicht diese dunklen Abstufungen. Man kann natürlich sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber ich wollte es einfach nur auf die schnelle Art euch zeigen, was eigentlich machbar ist. Und die Skizze ist fertig. Also hier nochmal das Ergebnis mit einem rötlichen Tintenstift. Alles weitere vielleicht zu anderen Kursen, Urban Sketching figürlich unter onlinekurse.akademiehohe.de. Ansonsten hier nochmal die kleine Zusammenfassung, was ihr Möglichkeiten habt, vielleicht habt ihr eine Fortbildung oder Workshop seit dem Beruf, dann schaut unter akademiehohe.de. Für alle, die sich auf ein Studium vorbereiten möchten, da freuen wir uns, wenn ihr unter mappenvorbereitungskurs.de vorbeischaut. Da haben wir unzählige Studienfächer von Architektur über Innenarchitektur, Produktdesign, Kommunikationsdesign. Da werdet ihr auf jeden Fall etwas finden, was euch gefällt. Ansonsten gerne beraten wir euch, ruft uns an und dann können wir schauen, wie wir euch helfen können. Ansonsten alles andere natürlich in unserem Buch. Schaut rein, auf unserer Seite findet ihr es. Und bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Akademie-Ruhr-Team.